Hallo, ihr da draußen. Ja, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet. Ach so, frohes neues Jahr. Und ja, ich habe mich deshalb nicht gemeldet, weil ich krank war, für meine letzte Französisch-Klausur lernen musste. Ist zwar eine 5 draus geworden, aber ja, nicht so schlimm. Es gibt ja noch ein Halbjahr. X-ray is clearing the left Okay. flank. ETA 3 minutes. Die We gotta split up. Call of Duty Take the high Serie ground. hier, Cross the river. also allgemein Pass the subdecks. dieses Let's Roger. Play hier, ist bald vorüber. Und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Ich glaube schon, dass ich es gesagt habe. Ich werde beim letzten Video werde ich. Ach Gott, ich bin so verschlafen. Beim letzten Video werde ich noch einen besonderes Feature kann ich auch nicht sagen. Ich werde einfach statt Kommentaren könnt ihr nur Thumbs Up geben. Und ich bitte euch, das wirklich zu tun, weil das Spiel ist jetzt schon etwas älter und ich habe dann kaum Explosives noch deployed Views. and ready. Ist logisch. Und ich bin ja nicht Roger. Maschinima. X-ray inbound. Und es geht da eigentlich darum, was ich als nächstes Let's Playen soll. Und ich glaube, ich habe das, ja, ich habe das mir nicht schon gesagt. Und You got that es thing geht you halt need? darum, Right here. ich habe verschiedene Xbox-Spiele, ich habe auch ein paar PC-Spiele. Und dann geht es eben darum, ob ich Programming oppression in your PC-Spiele veins. machen soll, also das PC-Spiel, was ich habe, Keep your oder eyes ob on ich the prize. weiterhin Xbox-Spiele machen soll. Dann werde ich alle möglichen auflisten, die ich habe. Dann könnt ihr aussuchen, ob es ein Commentary wird, also hier, so ein Let's Play, oder einfach nur ein Walkthrough. Wer das mit dem Englisch jetzt nicht so gut kann, Walkthrough heißt Weg durch. Soll heißen, ich zeige euch, wie ihr das Spiel durchspielt. Auf gut Deutsch gesagt. Jo. Momentan läuft mit meinem Partnerkanal, dem Black Banana GmbH, momentan nicht so viel. Ich habe auch momentan auch gar keinen Kontakt zu den zum Lumi und zum Mongoose. Ja. Aber ich denke schon, dass das noch weitergeht. Es ist ja nicht aus der Welt. So, was ich jetzt hier noch zum Spiel sagen soll, weiß ich gerade nicht. Ich habe nur gemerkt, dass mich manche Leute aber deabonniert haben. Deabonniert haben, egal, oder das Abo gekündigt haben, wie ihr sagen wollt. Weil ich keine Videos mehr gemacht habe. Bei mir kann es also mal sein, dass ich keine Videos mache, weil ich gehe auf ein Gymnasium und für die Leute, die ungefähr wissen, wie das so ist, ich kann nicht immer garantieren, dass jede Woche oder jeden zweiten Tag ein Video kommt. Es gibt halt manchmal Phasen, wo ich gar keine Videos machen kann, weil ich wirklich einfach für die Schule büffeln muss. Jetzt ist es so, dass ich wieder Videos machen kann, weil ich einfach wieder mehr Zeit habe, weil jetzt momentan keine Arbeiten mehr geschrieben werden und morgen oder wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn ich das Video hochlade, dass halt bald Notenkonferenz ist und dann keine Videos mehr, keine Videos, keine Noten mehr gemacht werden. Und ja. Ach, das finde ich eigentlich ganz gut. Und ja. Ach so, zurück zu dem Deabonnieren. Ja, schreibt mir doch einfach mal eine Nachricht, warum ihr mich deabonniert habt. Dann kann ich vielleicht versuchen, mich zu bessern, aus den Fehlern zu lernen, bla bla bla. Jo. Und wenn es halt einfach nur darum gegangen ist, dass ich keine Videos gemacht habe, dann weiß ich auch nicht. Kann ich auch nichts für. Tut mir leid, ich versuche es zu ändern. Und ja. Möchte mich dafür jetzt mal schon wieder entschuldigen. Ja. So, da habe ich schon mal 5 Minuten weggelabert. Und zu dem eigentlichen Spiel hier. Wir sind jetzt momentan, glaube ich, wieder in so einer, keine Ahnung. Slums ist es nicht. Hier ist nicht so dicht. Wir sind in einem Wald. Da sind Gegner. Die machen hier Putt-Putt. Okay. Also so auf ganz einfach Deutsch. Ich bin gerade ein bisschen vertieft, weil ich schon ewig kein COD mehr gezockt habe. Und ja.
Gibt es noch was Besonderes zu sagen? Nee. Blub. Ja. Gibt es noch irgendwas Erwähnungswertes? Vielleicht. Mein Gamertag, Juni 15 Gamer. Juni 15 Gamer. Das wissen aber die meisten sowieso. Wenn ihr es nicht verstanden habt oder so, schreibt es nochmal in die Kommentare. Es kann oft sein, dass ich einfach, weil ich ganz viele Videos hintereinander aufnehme, nicht mehr weiß, wo muss ich noch was in die Kommentare, in die Beschreibung einfügen. Und bla, bla. Okay. Soweit ich weiß, befinden wir uns jetzt hier in einem Schacht und dieser, naja, es ist nicht ein Schacht, es ist ein Tunnel und dieser Tunnel konnte man schon mal in der Black Ops Demo durchwandern, soweit ich mich da entsinnen kann. Ich habe das, ich habe die Demo nie gespielt, aber habe natürlich den Trailer gesehen zur Demo und da kommt mir das jetzt hier ganz schön bekannt vor. So. Gibt es noch Erwähnenswertes? Ich werde demnächst wahrscheinlich ein paar Emblem-Tutorials machen. Wenn ihr da irgendwas Besonderes sehen wollt, ob irgendein Wappen oder in Richtung Gothic, in Richtung Rock, was auch immer, schreibt mir das als PM, als Kommentar, wie auch immer ihr wollt. Und ja, es wäre nett, wenn ihr die Videos bewerten würdet. Wenn ihr halt Kommentare hinterlässt, mich abonniert. Und ja, das Übliche eben. Kennt man, stimmt. Boah, dem hat's den Arm weggefetzt. Das ist krass. Au, au. Okay, wo bin ich jetzt? Wo muss ich lang? Ah, Resnoff? Wie kommt denn der jetzt hier runter? Okay. Egal. So. Wenn der jetzt hier irgendwas labert, könnte ich ja eigentlich mal weitermachen. An PC-Spielen hatte ich, glaube ich, Mirror's Edge. Splinter Cell 1 oder ja, doch wird Splinter Cell ausgesprochen oder Splinter Cell, wie auch immer. Splinter Cell 1 bis Double Agent. Das neue habe ich noch nicht. Mal gucken, ob ich mir das noch kaufe. Ich weiß noch nicht. Oh, jetzt wird das Wasser schön rot. Und ja. Für die Xbox, probiere ich gerade, habe ich Call of Duty Black Ops, wisst ihr natürlich. Habe ich hier Riddick, The Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena. Das ist eins. Hier Black Ops. Call of Duty Modern Warfare 2. Klar. Das kann man wahrscheinlich schlecht let's playen. Das ist Undisputed UFC 2010, also Ultimate Fighting. Ja. Hier sind noch die anderen. So, dann machen wir mal Halo 3. Hier müsste Far Cry 2 sein. Dann habe ich noch Just Cause 2. Klar, Mafia 2. Kane & Lynch 1. Was habe ich noch? Das sind jetzt noch vier Spiele. Ah, Skate 3. Skate 3 habe ich noch. Dann habe ich noch, was habe ich noch? Stehe ich auf dem Schlauch. Ach genau, GTA 4 habe ich noch. Und jetzt noch zwei. Zwei, die ich nicht da habe. Ja, die letzten zwei fallen mir jetzt nicht ein. Ach genau, Assassin's Creed 2 habe ich noch. So, und jetzt die letzte Hülle. Assassin's Creed 2. Und. Das ist jetzt doof, dass mir das nicht einfällt. Ach, Mist. Ich werde es dann unten nochmal auflisten. Das letzte fällt mir jetzt wirklich überhaupt nicht ein. Aber das ist ja egal. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. So, 10 Minuten sind schon rum und ja. Ich werde es in die Kommentare reinschreiben, das ist am besten, dann kann ich direkt gucken. Nochmal das, was ich jetzt schnell weiß, Kane & Lynch 2, nee, Kane & Lynch 1, sorry.
Mafia 2 habe ich ja schon mit dem Let's Play angefangen, das kann ich vielleicht sogar noch weitermachen. Halo 3, UFC 2010, also Ultimate Fighting. Modern Warfare 2, Black Ops, klar. Riddick, wer die wohl kennt, habe ich letztens aufs GameStop gekauft. Dann habe ich halt noch Assassin's Creed 2, habe ich jetzt glaube ich schon zum dritten Mal oder vierten Mal gesagt, ist ja egal. GTA 4, Far Cry 2, Just Cause 2, ja. Das müsste jetzt ziemlich gewesen sein. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht alle da. Ich habe meinen Kollegen ein bisschen was ausgeliehen, weil ich ja momentan eben am COD zocken war. Habe jetzt hier nicht alle liegen. Aber ich weiß, dass es. Moment. Wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 müssten es sein. Ja. So um die 14 Spiele habe ich. Jo. Jo. Abonniert mich. Kommentiert meine Videos. Ratet meine Videos. Und ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist einfach so. Macht's. Und ich denke mal, das wäre ziemlich nett von euch. Jo. Ich sehe hier jetzt gerade in meiner Zeitleiste, dass um 12 so viel ungefähr nochmal ein weißer Bildschirm kommt. Was bedeutet das dann, dass neue Kapitel anfängt, beziehungsweise neue Mission anfängt. Und ich denke, dass ich dann da mal einen Schnitt machen werde. Damit wir nochmal ein bisschen Übersicht in die ganzen Spiele hineinbekommen. Jo, und da wir uns jetzt im weißen Bildschirm befinden, würde ich sagen, mache ich mal einen Schnitt. Man sieht sich im nächsten Part. Ciao.